Willkommen zurück zu Ox Master 2 im Finale. Ho. Ab ins Finale. Von Level 1, Von Spiel 1, Level meine ich 1. damit. Spiel 1, Spiel 1. Okay, was ist deine Strategie hier? Die gleiche wie sonst auch. Wir lassen sie nur einen Weg reinkommen. Ich meinte vom Bauzeug her, aber gut. Du musst wieder die Autoballisten mitnehmen. Wieder, okay. Kannst gern die Giftsprüher Ja, die muss ich nicht mitnehmen. mehr mitnehmen, oder? Nein, ansonsten ist mir eigentlich alles relativ egal, was du mitnimmst. Hey, warte mal, die sind vier Teleporter. Teleportieren wir einen dann auf die gegenüberliegende Seite oder wie genau läuft das? Ja. Und du brauchst ein Labyrinth. Nicht wirklich ein Labyrinth, das ist ja in dem Level noch ein Stück einfacher. Na, ich kann jedenfalls nicht viel mehr machen jetzt. Wie gesagt, du kannst im Endeffekt mitnehmen, was du willst. Für mich ist nur wichtig, dass ich Barrikaden und Schwefel habe und dass du dann Autoballisten baust auch zum Teil. Und ansonsten kannst du machen, was du willst. Du brauchst was für die Wände, wäre ganz gut. Giftsprühe sind sehr gut. Und nimm ruhig das Knochenamulett mit, das kann bestimmt nützlich sein. Ja, aber dann kämpfen die doch gegen die Wand. Ja, das halt nicht dort einsetzen, wo die Wand ist. Okay, wenn du meinst. Also ich meine damit, am Ende wird es hier komplett zugebaut sein, nur noch So. dieser eine Weg, wo ich gerade stehe, wird offen sein. Womit soll ich denn Und dann anfangen? Boah, wird WTF, schau dir mal schau dir mal das hier oben an. Da ist ja in jeder Dingens so eine Rolldingens. ja, die sollte man vielleicht auch benutzen. Fang mal damit an, Giftsprüher zu bauen. Boah, welche Wand ist die beste? Hier zum Beispiel. Meine Lieblingsfalle. Erst wohl, ja, keine Ahnung. Ah. Ach, hier ist auch Du mal im kannst sie nachher Kreis. umsetzen, wenn du das Gefühl hast, dass dann dort nicht so viele laufen oder so. Laufen doch überall gleich viele. Im ersten Teil hat man vor allem mehr von diesen rollenden Baumstämmen. Dann sind hier unten nämlich auch welche an der Seite, aber hier ist dort nur ein Gitter. Weißt du noch, ob einer durchgekommen ist oder ob wir zu langsam waren? Woher soll ich das denn wissen? WTF, wäre 40, 50 Falschpuste, ja genau. Wenn, dann muss man es schon komplett falsch sagen. Muss mir Ich zustimmen. habe nichts falsch buchstabiert. Ich buchstabiere immer alles richtig. Oh, das sind ja doch Baumstämme. Auch Hätte beim ich vielleicht jetzt. Buchstabierwettbewerb. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland gar nicht, oder? Ich glaube, das machen nur die Oh, Amis. bestimmt. Bescheuerte Wettbewerbe ganz garantiert. Oder. Pioniere? Ja, hab gerade welche in die Luft gejagt. Ich hoffe, das sind alle gewesen. Nein, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Oh, verdammt, komm schon, stirb doch einfach. Also ich habe noch keine Ah, gesehen. okay. Ich glaube, es hat funktioniert. Aber auf der anderen Seite sind, glaube ich, noch mal welche, die sehe ich jetzt nicht. Da, wo du bist, ja, egal, die würden ja dann Skelettis erwischen. Ah, wurde der Übel, ja. Ah, ich glaube, ich habe mich verbaut. Das ist aber nicht gut. Ich brauche mal kurz einen Moment, um was zu korrigieren. Den wirst du erst haben, wenn die Kinder tot sind. Dann töte mal den letzten, ich warte drauf. Fertig. Sehr gut. Ich bin soweit zufrieden. Jetzt haben sie nur noch einen einzigen Gang, wo sie rein können. Es ist an der Zeit. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach echt? Na Jungs, habt ihr mich vermisst? Mehr Tote! Mehr! Mehr!
Ah, oh, noch einer. Nee, ich stehe nicht auf Neues. Nicht? Sind nicht deine Freunde? Gehört jedenfalls nicht zu meinem Lieblingsessen. Ich glaube nicht, dass Gnolle Essen sind. Mann, Teil 1 ist so cool mit den Weberinnen. Da war nämlich dann der Trick fürs Finale, das erstens mal so zu bauen, wie ich hier gemacht habe mit den Barrikaden. Und zweitens, man kann dafür sorgen, dass der Spalt Blitze wirft. Was sehr geil ist, weil die ja hier dann die ganze Zeit außen rumlaufen. Hä, wie kann man denn das bitte schön machen? Weberinnen. Muss ich mehr sagen? Ist das eine Einheit oder so? Keine Einheit, nein. Du drückst V für Weberinnen oder so ähnlich und. Warum nicht W? Dann sind es 3 Stück, du suchst dir eine Kategorie aus und in der baust, kannst du dir dann quasi jedes Mal, wenn du ins Level gehst, Verbesserungen leisten. Kosten natürlich dann auch die Währung. Der Duft von Säure am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Verreck, wir haben keine Zeit. Ich will mehr. Wir haben noch keine Zeit. Ach, ich habe mich gerade gewundert, weil wir G drücken mussten, aber es stimmt schon, wir sind ja. Hier ist kein Albtraum. Dafür wär's zu leicht. Kommt dir jetzt schon leicht vor? Ja, für Albtraum wäre es zu leicht. Ja, gut, das ist doch recht schwer. Nicht so entspannt. Wieso wird eine Barrikade angegriffen, Dennis? Vielleicht hat er mich geschlagen. Der läuft ja auf der Barrikade, visuell, bitte. Vielleicht für dich. Oh, shit! Feuerorbs, lass das! Oh, da ist ja auch einer! Ey, Feuerorks, ihr regt mich auf, Ogre. Hey, also deine Frost-Ogre hier, der hat keine Ahnung, wo er hinlaufen soll. Das ist voll komplex. Okay, jetzt will er mich töten. Ja, nicht, wenn ich ihn zuerst töte. Pioniere! Welche Seite? Oh, warte. Weiß ich nicht! Gesehen. So viele Tote auf einem Haufen. Aua, das hat, glaube ich, einen Bogenschütze. Oh! Da ist eine Seite! Ja. TF? Ich kann da ja in der Mitte durchlaufen, ohne dass das was macht. Ja. Das ist jetzt nicht so gut, weil ich definitiv nicht genug Kohle dafür habe, das komplett zu ersetzen. Jetzt 2 Seiten offen oder hast du soweit? Ja, gut, die Hauptseite und das da. Diesen Bereich hier müssen wir jetzt schätzen. Dass ich genug Kohle habe. Für 2 Barrikaden. Und dann brauche ich genug Kohle für Schwefel überall. Mehr Tote! Mehr! Mehr! Ein Ork für alle Hi, ich dachte, du bist auch hier. Manchmal. Schon gut. Das waren alle in dem Bereich. Noch 150 und ich kann mir eine Barrikade leisten. Vielleicht wäre das. Also falls wir es nicht schaffen, nimmst du nächstes Mal auch Schwefel mit. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir das schneller überall. Was? Hä? Lol.
Wo? Ist ja, hier! Der ist gerade da reingegangen vor meinen Augen. Ah, okay. Dann war es nicht meine Seite. Sondern... Der hat es ernsthaft geschafft, durch das Teer zu stapfen, ohne dass einer von uns sich mal da umgedreht hätte. Das kann sein. Wenn da nichts ist, was ihnen in der Zeit Schaden machen kann. Okay. Was könntest du denn entbehren und dafür Schwefel mitnehmen? Weiß ich nicht, sag's mir! Ist mir doch vollkommen egal. Geh dann mal kurz weg, damit ich Barrikaden bauen kann. Warum ist dir das egal? Du wolltest, dass ich die da mitnehme. Obwohl ich selber nicht weiß, wo die hier effektiv sind. Hast du die hier? Ja, dann nimm keine Autoballisten mit, dann hast du auch viel mehr Kohle für andere Sachen. Die werden schon nicht so notwendig sein. Die sind eigentlich auch, eigentlich ist das ja auch der Guide für Teil 1 auf Albtraum, insofern. Wird schon möglich sein. Wenn wir mehr Schwefel haben, brauchen wir uns wenigstens nicht mehr Sorgen zu machen, dass die Barrikaden zerplatzen. Und das würde mich schon mal... Jetzt sag mal an, wo die genau hin müssen. Die Schwefel. Also im Endeffekt überall 3 Stück. Das bedeutet insgesamt 8 Mal. Und wenn das fertig ist, dann nochmal an den inneren Treppen. Ebenfalls 8 Mal. Und so wie weit bin ich jedenfalls noch nie gekommen, dass ich dann... Ja, 8... Schau mal, du siehst doch 8 Eingänge und 8 Treppen. Oder irre ich mich? Also ich habe nicht nachgezählt, aber ja, stimmt. Ja, richtig, deswegen 8 Mal. 8 mal 3, so viel brauchen wir. Wir brauchen 24 Mal Schwefel und das ist halt sauteuer. Ich habe noch nie mehr gebaut, also frag mich nicht, was wir danach machen werden. Erstmal... Zumindest die, die ich dir gerade gesagt habe, verstehst du? Aber muss man hier jetzt nur 3 setzen oder schon die ganze Reihe hier voll? Also ab der Wand 3 ist eigentlich absolut ausreichend. Ich habe noch nie einen gesehen, der dann außen rumgegangen wäre. Das ist so ein Schmarrn. Begrabt eure Hoffnung, kleine Orks. Ich werde es genießen. Wenn die lasst uns anfangen. Stell dir vor, in Teil 1, wo du alleine bist, die Pioniere jedes Mal rechtzeitig zu erkennen und aufzuhalten. Das ist vielleicht ein Spaß. Auf Wiedersehen. Baust du da dann nicht auch Schwefel? Ja, schon. Aber da hat man halt auch ein Zeitproblem, überall rechtzeitig hinzukommen zum Bauen. Wenn es immer nur 3 Sekunden sind, du weißt. Was ist das für eine neue Teufelei? Also Labyrinth ist komplett. Tode hintereinander. Können uns also so ein bisschen ausruhen.
Ätzender kleiner Kampf. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass das lange dauert, bis alle Wände voll, alle Seiten voll sind mit Schwefel. Ja. Ich habe bislang einfach nichts anderes platziert. Ja. Aber das ist auch egal. Dann kriegen die schon tot. Wenn ich so weitermache, gehen ihnen bald die Orks aus. Ach Mist, das sind Trolle, die kriege ich nicht tot. Lock sie über den Schwefel. Hin und her oder wie? Das hat Spaß gemacht. Nein! Ach mein Gott, ich habe mich verbaut. Nicht so schlimm. Siehst du, der Schwefel ist ein bisschen zu weit vorne. Ja, aber immerhin hat er die beiden auch erwischt. Abgesehen davon, mehr Schwefel ist nie schlecht. Oh. Wieso das? Da habe ich einmal geschlagen. Das ist das Wolter. Ne, ist ein Feuerroger. Ein Feuerroger. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. 2, 3, 1, 2, 3. Okay, die Seite ist fertig. Okay. Dann kommt jetzt überall die zweite Reihe dran. Wie jetzt? Ich habe nicht gesagt, dass alle Seiten fertig sind. Ach so. Ich habe gesagt, die Seite ist fertig. Ja, gut. Also erstmal sollte die eine Seite, alle acht einmal fertig werden und dann bauen wir erstmal noch andere Verteidigungen. Deine Giftsprühe zum Beispiel. Wow, wow, warum kommen die... Nein, nein, geh zu mir, geh zu mir. Auf der Seite. Ich weiß aber, muss da leider nicht aus welcher Seite die kommen. Da ist Feuer, aber sie sind trotzdem durchgekommen. Es war nicht genug, es sind viel zu viele. Hä? Nein! Nicht auch da noch! Immer wenn's am schönsten ist. Ja, jetzt ist es zu teuer. Ja, ich habe überall platziert, wo ich es mir leisten konnte. Schon gut, das ist glaube ich auch überall, aber eine Schwefelreihe reicht halt nicht, wenn da acht Stück hintereinander kommen. Wenn die nah genug aneinander sind müssen. Warte mal, explodieren die da nicht, wenn die durch den Schwefel sterben? Ja, sollten sie. Also, ja, sie explodieren oder nicht? Ja, schon. Dann ja, dann müssten aber alle acht auch einmal sterben. Weil die ja eine Kettenreaktion machen. Wenn sie so nah hintereinander sind, eigentlich schon, ja. Haben sie aber augenscheinlich ja nicht. Alle da. Ich brauche noch 550. Ich will mehr. Ah, okay, genug Kohle. Ah, jetzt kommt die Klopmagier. Ich weiß jetzt nicht, ob die ein Problem sind. Ich mag die nicht, dann kann ich nämlich nicht so nah rangehen. Bitte hinten anstellen.
Genau da! Da ist es! Oh, sind die schon hier? Ja, die sind ja aus der Tür gespawnt. Das hier ist das wichtigste Treppenhaus. Kannst du hier Giftsprühe anbauen? Wenn ich Geld habe. Okay, wenn du Geld hast. Dann hast du jetzt einen Auftrag. So, Feuer ist hier schon fertig. Hier sind auch zwei Reihen fertig. Hier war die erste Reihe noch gar nicht fertig, lol. Aber jetzt. Ja, das kann sein. Yeah. Als sie an einer Stelle durchgekommen sind, habe ich nur noch angefangen, zweite Reihe zu bauen. Also, und hier sind beinahe zwei Reihen. Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Also ich glaube, das ist dann hoffentlich genug. Hallo, die Gegner steht schon neben mir. Da liegt ein Schädel, wenn du einen haben willst. Herrlich, viel Tod. Ich hoffe nicht. Warum nicht genau? So der Ogre haut die ganze Zeit dagegen. Ich weiß nicht wieso. Ah, okay, jetzt hat er aufgehört. Irgendwie hat er Target auf mich? Keine Ahnung. Ey, Alter, die sind jetzt aber schon ein bisschen gedamaged. Egal, die regenerieren sich. Ich würde gerne den Feuer-Oger konvertieren, den einen, der noch voll am Leben ist. Ich lock ihn mal. Oh, okay, ich sollte jetzt natürlich noch nicht sterben. Hey, hey, komm schon! Wow! Wow! So. Was soll's, ich töte dich jetzt, Arschloch. Wahnsinn. Der da ist aber noch fast heile. Komm, komm, komm mit. Ja, jetzt lauf da rein. Nein! Ah! Also, entweder, ach, was soll's, töten wir ihn. Ist mir jetzt auch egal. Wird schon irgendwann einer konvertiert. Ja, wenn die offene Seite kommen, ganz einfach. Der mich gerade angekotzt. Okay, die Seite hier ist fertig mit Feuer. Die Seite ist auch fertig mit Feuer. Hier fehlt die zweite Reihe, habe ich jetzt gemacht. Hier fehlt auch noch ein. Ah, ich sehe sie, die sind auch sehr schön, sehr schön. Um die kann ich mich gerade kümmern. Wenn ich so weitermache, gehen ihnen bald die Orks aus. Sehr schön, die Pioniere haben uns jetzt keinen Ärger gemacht. Wenn sie schon alle tot sind, ah ja, gut. Weil der einzige Gegner, den es jetzt noch gibt, ist ein Feuerauge. Das sollten wir möglichst bald wiederholen. Und ich glaube, Schwefel ist jetzt überall fertig gewesen, wenn ich mich nicht total verguckt habe. Das freut mich. Fangen wir mit dem Unterricht an. Dann wird es jetzt an der Zeit, an Tania City zu gehen. Du hast hier ja schon Gift ohne Ende gemacht, das freut mich. Seid lieb zum Mann. Eine entzückende Mord. Mal so eine Frage, wenn so ein Gegner konvertiert wird, bleibt er hier dann für immer stehen? Ja. Bis er tot ist dann. Ja, bis er tot ist. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Ah, da ist auch einer. Ein kleines Häuschen. Oh Mann. Unermüdliche kleine Racker. Okay.
Meine Orks mag ich am liebsten geröstet. Es kommt immer ein Ork mit einem Wiederbelebungsgoblin, das gefällt mir aber gar nicht. Also der Wiederbelebungsgoblin stirbt schon im Feuer. Da wäre ich ein Glück. Feuerogre natürlich nicht. Könnte es sein, dass Säure sogar effektiv gegen Panzerung ist? Oh ja, das wäre irgendwie sogar sehr logisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Komm. Aber kommt da auch nochmal irgendwie mehr als die paar Typen? Ich wollte jetzt alle Baumstämme aktivieren, wenn da jetzt massive Gegner kommen, aber... irgendwie hat sich das erledigt. Lass die ruhig überleben. Wobei das... ernsthaft? Wow! Wieso habe ich gedacht, das wäre schwerer? Was nicht? Schön, ein paar Bonusschädel. Du musst doch wohl deine Gedanken kennen. Ich kann die nicht kennen. So, damit haben wir klassisch abgeschlossen. Ja. Schön. Ja, die DLCs wollten wir auch noch abschließen auf 5 Schädel. Aber sowohl die DLCs als auch klassisch nur auf Kriegsmagier. Ach echt? Die Story ist das Einzige, was wir auf Albtraum machen möchten mit 5 Schädeln. Ach echt? Richtig, denn? Falls du die anderen Sachen auch auf Albtraum mit 5 Schädeln machen willst, freue ich mich, das Ganze in deinem Singleplayer-LP anzuschauen. Warum willst du das denn nicht mitmachen? Sagt der Typ, der ewig lang endlos spielt. Was doch am Ende eigentlich schwerer wird. Das ist was anderes, Mann. Ja, aber man kann viel angenehmer am Anfang bauen. Albtraum ist halt einfach purer Stress und teilweise gar nicht möglich, ohne dass wir irgendeine bescheuerte Taktik nachgucken. Und da habe ich eigentlich auch nicht so viel Lust drauf. Ich will einfach bauen. Und kämpfen, wie ich halt will. Du bist komisch. Im Plugin hat mir auch immer Spaß gemacht, die Guides anzugucken. Also ich werde sicherlich nicht diese DLCs jetzt noch auf Albtraum auf 5 Schädel machen. Garantiert nicht. Und die klassischen Level auch nicht. Aber... die Story habe ich auch nur auf Albtraum gespielt, weil es fürs Achievement notwendig ist. Und dass wir die Story jetzt auf 5 Schädel bringen auf Albtraum, mache ich dir zuliebe, weil du das ja unbedingt haben willst. Aber ansonsten, auch im Endlos-Modus sage ich dir, wir werden da garantiert irgendwann nicht bis zur 40. Welle kommen. Das ist einfach nicht möglich. Geiz. Also ich habe hier bei allen bis auf einer Map 3 Schädel bekommen. Bei der einen einzigen habe ich 2. Das war König des Hügels. Und bei Tunnel habe ich sogar 5. Also mal schauen. Ich glaube, wenn wir so im Schnitt 3 haben, dann ist das gar nicht mal so übel. Aber ich habe die Hälfte noch gar nicht im Endless-Modus probiert. Wie auch immer. Ja, wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.